Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Dreamfall Chapters. Und ich hatte gerade eine Aufnahme gestartet und irgendwie gab es keine wirkliche Quest, was ich machen soll. Und deswegen hatte ich dann dieses G hier mal gedrückt und da stand, dass ich das Essen noch nicht abgeliefert habe. Dann habe ich das getan, habe mir nochmal das Gespräch von den beiden angetan und deswegen starten wir jetzt direkt damit rein, dass ich sogar weiß, was ich tun muss. Und zwar muss ich zur Arbeit gehen. Wird ja auch mal Zeit, dass die Frau mal arbeitet, ne? Hier das halbe Leben irgendwie was. Wegen einer von mir getroffenen Entscheidung arbeite ich die im Inferno. What? Was habe ich denn entschieden, dass die im Inferno arbeitet? Wisst ihr, sie bekommt ja viel mehr da ab, aber Rivas verbiegt sich nicht. Ich hab nichts getan. Krähenboy ist hier. Ach, er ist ja schon wieder, ey. Krähenboy, der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen sechs Läufen feuert. Naja, es gibt noch um... Halt den Mund. Weißt du, wo sich der Propast Autoservice befindet? Ein Moment, Püppchen. Püppchen. Natürlich weiß ich das. Nur wurde die Werkstatt schon vor Jahren geschlossen. Aber ich kann dir nicht zeigen. Dorthin möchte ich. Dieter Gross und der Allianz Problem, Partner. Sie das träumen Gebäude ja immer steht noch direkt im Backsteinviertel. Holla. Stadtnetz zufolge ist es verlassen. Also gib Acht auf Hausbesitzer und andere unerwünschte Personen. Hey. Lass mal wieder von dir hören, ja? Jeha! Das ist aber nett von dir, dass du dir solche Sorgen um mich machst, du kleiner Vogel. Ja, dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, meine Beleuchtung ist mal wieder anders. Viel kräftiger als vorher noch. Und das liegt einzig und allein daran, dass die Beleuchtung, die mich angeleuchtet hat, meine Softbox, mich angeleuchtet hat. Und, jetzt leuchtet die mich nicht mehr an. Deswegen ist der gesamte Bereich um mich herum sehr viel dunkler. Und deswegen kommt die Leuchte viel, also die Lampe viel mehr zur Geltung. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren hier. Guckt euch das mal an, wie schön die Farben jetzt wieder zur Geltung kommen. Das Grün und das Rot und hier auch ein ganz geschmackvolles Lila, wenn wir wollen. Aber die kommen auf jeden Fall jetzt wieder richtig kräftig zur Geltung. Ich bin relativ zufrieden damit. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist es euch jetzt irgendwie doch zu duster? Soll ich es wieder heller machen? Weil es ist halt jetzt schon merkwürdig, dass ich eine Lampe anmache und die von mir wegstrahlt. Aber gut. Hallöchen, Sir oder Madam. Nein. Ich würde gerne Nein. Einfach nur... Nein. Nur. Ich glaube, sie Verzieh dich! Oder ich aktiviere mein Abwehrsystem und jage dir 80.000 Volt durch deine Metallbirne, du Matachona Ramsada! Einen traumhaften noch, Madam. What the fuck? Ich hab doch gesagt, verpiss dich, du Metall! Ich bin's doch, ich. Ich? Wer ist denn ich? Ich kenne eine Menge Ichs. Zoe, Zoe! Alter, du hast Glück, dass ich mein Abwehrsystem nicht eingeschaltet habe. Sonst wärst du jetzt schön knusprig geröstet. Komm rein. Was passiert denn? Wie ist sie denn drauf? Vor allem ist sie eine Piratin. Hat Augenklappe. Ich glaube, ich muss mir auch noch einen Klapp holen. Man braucht ja auf YouTube. Gott verfluche diese beschissene, scheißige Scheiße! Scheiße! Steh da nicht bloß rum, du Witzfigur, du Verdammte! Oh, du kotzt mich gerade dermaßen an, du dämlicher Einfallspinsel! Ja, ja, tu ruhig weiter so, als könntest du mich nicht hören. Das ist überhaupt nicht nervig. Ich will dich dann ja auch gar nicht mit einem Stück Draht erdrosseln. Ich habe nicht 57.000 Yuan für Metallschrott ausgegeben. Wir sorgen dafür, dass die Dinger glänzen und schweben und nicht explodieren oder kleine Kinder angreifen. Das mit den Kindern wäre mir ja egal, aber manche Leute hängen an den dreckigen, scheißenden, kreischenden Biestern. Und wir können es uns nicht leisten, die Kunden zu verärgern. Hast du dich jetzt ausgequatscht? Du warst mitten in meinem Gespräch. Ich habe gerade meinen Leuten hier was erzählt. Und da kommst du und quatsch mir dazwischen und meine Nase juckt. Super. Und jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, wo ich war. Ein Scheißbot. Okay.
Ist das ein ungünstiger Zeitpunkt? Das ist ein beschissener Zeitpunkt, Kutria. Aber ich bezahle dich ja nicht für das Privileg, meiner scheißigen Scheiße zu entgehen. Du kommst da bis zum Kinn mit uns rein. Ich bin bereit. Halt mal, du bezahlst mich? Seit wann bezahlst du mich? Wie ich dir letzte Woche schon gesagt habe. Wenn die verdammten Banken Geld nicht rechtzeitig überweisen können, mach sie für ihre Inkompetenz verantwortlich, nicht die Botin. Sollte ich mir das aufschreiben? Gibst du deinem Freund mit diesem Mund Küsse? Jeden Tag. Also, was mache ich? Ich kann weiter die Bestellung aufnehmen, die... Und Benchut, wen kümmern neue Bestellungen, wenn wir nicht mal bei denen, die wir haben, mit der Lieferung nachkommen? Mann, bei diesem Tempo sind wir am Freitag pleite. Unsere Gläubiger lassen das hier alles niederreißen und uns öffentlich hinrichten. So, heute verdienst du dir dein Brot und deinen Slivovitz, indem du etwas tust, was wirklich nützlich ist. Wir verpassen einer meiner generalüberholten Bots eine Gehirnwäsche. Neuronale Programmierung, Süße. Ich darf tun, wofür ich eigentlich eingestellt wurde? Juhu! Ich hab dich nicht eingestellt, damit du mir pampig kommst, Bancroft. Das kriege ich schon von Wit genug um die Ohren. Der Vollidiot weiß genau, wie er mich in Rage bringt. Ja, halt einfach weiter die andere Wange hin, Haramsada, du Matterchott. Oh, ich wette, du täuschst deinen Autismus vor, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ey, du bist so ein scheiß Hundebaby, Wit. So ein elender Gandu. Kein Wunder, dass deine Amma dich direkt im Müllcontainer geworfen hat. Also, wir müssen diesen generalüberholten Bot verkaufsbereit machen. Und der Chodo ist ein größerer Idiot als Wit da drüben. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich habe das Ding grundformatiert und den Speicher gelöscht. Aber beeindrucken kann man damit noch niemanden. Und an der Stelle kommst du ins Spiel, Süße. Geh mit Scheißbot Gassi, lass ein paar Testszenarios laufen und schau, wozu das Ding gut ist. Und was ist mit der neuronalen Programmierung? Die Programmierung übernehme ich, Süße. Du kümmerst dich bloß ums Testen dieser Blechbüchse. Heute bist du nur Testerin. Sag mal, was ist mit dir los, Freundin? So, aktiviere den... Sind Sie mein neuer Mensch? Nee, wir werden nur heute zusammenarbeiten. Ich bin nicht sicher, ob mir das angenehm ist. Ich bin nicht sicher, ob das eine Rolle spielt. Sind Sie hygienisch? Sie sehen ein bisschen unhygienisch aus. Ernsthaft? Beim Warten stapeln sich meine Leerlaufprozesse. Sie fühlen sich an wie Hummeln. Ich habe Hummeln in meinem metallischen Hintern. Meine Aufgabe für heute? Mit dem Scheißbot Gassi zu gehen. Ich sollte ihm wirklich einen weniger anstößigen Namen geben. Okay. Kann man mal machen, ne? Da machen wir mal. Ist heute irgendwie das Let's Play des Ladens, oder? Aber wartet mal, das erste Laden habt ihr gar nicht gesehen. Weil ich bin ja schon einmal rausgegangen und wieder rein. Aus dem ersten. Naja. Aber es ist viel Laden dabei auf jeden Fall. Seitdem ich spiele, habe ich, glaube ich, mehr Zeit im Ladebildschirm verbracht als im eigentlichen Spiel. Müssen wir denn ins Freie? Ich mag das Freie nicht. Das könnte ein Problem sein. Es ist so weitläufig. Das ist... Tja, das ist ja irgendwie... Was das Freie ausmacht. Die Weitläufigkeit. Es ist sehr laut. Es könnte Attentäter geben. Gehen wir wieder hinein. Was? Nein, du hast... Wir haben einen Job zu erledigen. Das gefällt mir gar nicht, aber na gut, wo möchten Sie, dass ich anfange? Oh, es wird ja alles langsamer hier. Interaktion mit Menschen. Schauen wir mal, wie du mit Menschen umgehst. Wir brauchen jemanden, dem wir helfen können. Suche nach potenziellem Opfer. Opfer? Habe ich Opfer gesagt? Ich meinte Trottel. Nein, auch nicht. Depp. Wo hat Mira dich her? Man hat mir gesagt, mein früherer Mensch war Mr. Landon. Der Gangster. Ich erinnere mich nicht. Mein Datenspeicher wurde gelöscht.
Teile meiner Persönlichkeit auf. Langsam wird mir so einiges klar. Dieser Mensch scheint sich verirrt zu haben und Hilfe zu brauchen. Los geht's, Bot. Ich habe einen Namen, wissen Sie? Sorry, wie heißt du? Keine Ahnung. Der wurde auch gelöscht. Sehr hilfreich. Ach, töte mich nicht! Alles gut, tut er nicht. Glaube ich zumindest. Darf ich Ihnen den Weg weisen? Ich versuche, die Metrostation zu finden. Weiblicher Mensch, bitte helfen Sie mir, diesem Menschen zu helfen, die Metrostation zu finden. Woher soll ich denn jetzt wissen, wo die Metrostation ist? Hey, Leute! Ich hab doch keine Ahnung. Wo ist denn die Metrostation? Woher soll ich das wissen? Sie mir, Mensch, auf Sie belieben wohl zu scherzen. Dafür zahle ich nicht. Das verlangt auch niemand. Wie soll ich denn jetzt die Metrostation finden? Was? Haben Sie eine Ahnung, in welchem Jahr wir uns befinden? Kollege, wo willst du denn hin? Wo ist der Scheißbot jetzt? Hallo? Kommst du mal zurück, bitte? Was ist mit meinem Auge los? Ich weiß nicht. Ich stehe nicht auf dieses ganze Revue-Kulturzeug. Ich träume. Muss ich jetzt. Hallo? Metrobot? Nee, Scheißbot. Wo ist die Metro? Wo ist mein Scheißbot? Geheimnisvoller Turm. Oh. Ich bin hier, um dir eine Wegbeschreibung zu geben. Bitte. Schön. Sag mir einfach, wo du heute hin willst. Zum Metro. Du kannst jederzeit wiederkommen, hörst du? Och komm, ey. Wo ist der Typ jetzt hin? Wolltest du den Bezirk diese Woche nicht verlassen? Ja, ja. Ja, aber das Ei hat meine Fahrkarte nicht. Scheißbot? Hat irgendwer den Scheißbot gesehen? Hallo? Bitte? Da ist der Scheißbot. Alter! What the fuck? Ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ich sehe gerade, dass meine Karte... Ihr müsst wissen, also eigentlich hat die Lampe mich ja so angeleuchtet. Das tut sie jetzt nicht mehr. Sie leuchtet jetzt nach da vorne. Aber da vorne ist an der Wand so ein Katzengehänge, das Leute da halt, das Katzen da halt. Wartet mal kurz. So. Da. Ein kurzer Einblick in meine Wohnungssituation. Die werden jetzt voll von der Lampe angeleuchtet. Arme Katzen. Weißt du, die meisten Menschen können nicht fliegen. Die meisten? Naja, alle. Alle Menschen können nicht fliegen. Es ist leicht. Man schaltet einfach Heckantrieb und Horizontalrotoren ein. Ja, nein. Ich streiche den Dienstleistungsbereich von der Liste.
Versuchen wir was anderes. Was soll ich als nächstes tun? Stark. Dieter Gross, wir könnten deine Fähigkeit testen, mit anderen Bots zu kommunizieren. Kannst du anderen Bots in der Gegend Nachrichten senden und fragen, ob einer Hilfe braucht? Ich bin nicht besonders gut im Senden von Nachrichten. Versuch es mal. Ablehnung vertrage ich nicht so gut. Können Sie es nicht versuchen? Ich hoffe, Mira hat nicht viel für dich bezahlt, weil, ganz ehrlich, in der Sonnenscheinplaza arbeiten ein paar Bots. Gehen wir dorthin. Schubdüsen an. Halten Sie nach Attentätern auf Hausdächern Ausschau. Im Ernst? Überall Attentäter. Nicht wirklich, nein. Genau das würde ein Attentäter wohl sagen. Hat er nicht ganz unrecht, ne? Der Milo, du musst auch nicht... Kannst du den mal bitte vorbeilassen, ne? Du musst auch nicht unbedingt da dich da oben hinlegen in der halben Stunde, wo ich mal aufnehme jetzt. Ja. Vogel. La 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 la, dem Scheißbot hinterher. La 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 la. Das ist ja gar nicht schwer. Ich würde gern springen. Irgendwie fehlt mir das Springen. Wie er mich anguckt. Er guckt mich an, als ob er die ganze Zeit sagen will, mach diese Lampe aus. Ich will schlafen. Hui. Making your life a little brighter. Ja, ist jetzt gut? Hier sind Tauben. Fliegen die weg, wenn ich auf die zulaufe? Schubdüsen aus. Siehst du etwas? Die Gegenwart von Bots ist mir nicht angenehm. Ist dir überhaupt etwas angenehm? Mit Tauben vertrage ich mich gut. Kann ich mir vorstellen. Sie können mich manuell in Richtung anderer Bots drehen und Hilfswerkzeuge aktivieren. Was? Sie können mich manuell in Richtung anderer Bots drehen. Welcome to the Sunshine Plaza by OCG. Original Consumer Goods. Bringing Sunshine into your life. Nein, dem möchte ich nicht helfen. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was ihn betrifft. Nein, ich kenne diesen Bot. Wir hatten Differenzen. Hey, was bist du denn für ein... Ja, ich hab sonst keine... Das ist so gut. Bei der Hülle ist mir nicht wohl. Ich könnte mal eben kurz gucken, einen Augenblick mal kurz, kann ich audiomäßig vielleicht die... Wenn wir das vielleicht und das vielleicht, damit wir die Dialoge besser raushören können. Das hat jetzt so gar nichts gebracht, okay. Was ist mit dem da hinten? Sprichst du mit dem? Was mit dir, Junge? Du hast echte Probleme. Ich finde keinen anderen Bot hier für dich. Was mit dem? Der Höhe ist mir nicht wohl. Alter! Das ist so hoch. Bei der Höhe ist mir nicht wohl. Cool.
Mit dem willst du nicht. Kommst du mir hinterher, wenn wir jetzt weiterlaufen? Ja, okay. Ah, okay. Du hast ja Sorgen, mein Freund. Ihr Öl riecht ranzig. Mach mich doch nicht fertig, Junge! Sprich jetzt mit irgendeinem gottverdammten Bot. Obwohl es ihm an Persönlichkeit und Fähigkeiten fehlt, ist dieser Bot... Nein, ich weiß nicht, wohin dieser Satz führen sollte. Er ist eine Rostbüchse. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Halt den Mund. Muss ich hier auf dem Plaza bleiben oder kann ich auch irgendwo anders hin? Weil der Kollege ist ein bisschen wählerisch, was seine Bot-Freunde angeht. Sie halten den Verkehr. Halt den Mund! Nerviges Etwas. Hier hängen so viele Traumjunkies herum. Ach, die Stadt sollte was unternehmen. Das gehört sich nicht. Was die machen sollten, ist die Dream Machines zu verbieten. Ha, im Ernst? Nur weil ein paar Leute bei ihrer Dreamtime keinen Spaß haben. Geht mir aus dem Weg! Lasst mich Arzt, ich bin durch! Kommt schon. Gib mir einen Bot jetzt hier. Ich glaube, es hackt, ey. Du bist auch gleich. Du bist so fällig gleich, ne? Dehnen Sie sich meine Ware ruhig an. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Ist etwas dabei, was Ihnen gefällt? Junge. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald. Klischees. Können wir vielleicht bitte irgendwo nochmal einen Bot finden? Mit dem mein kleiner Bot hier kommunizieren kann? Musik geht. Läuft auf jeden Fall. Ich will immer springen. Ich finde keine Bots mehr. Ich bin auch irgendwie dingslos geworden. Warum ist der da vorne hängen geblieben? What the fuck? Komm, Scheißbot. Wir gehen wieder zum Plaza zurück und gucken, ob da noch was für dich ist. Nee. Hallo. Ach, der ist so langsam. Für den Bot einen Kontakt zu finden, ist ungefähr wie... Weiß ich nicht. Ein Lottogewinn wäre jetzt, glaube ich, zu einfach. Also sag ich zu ihm, ich sag... Da kommst du nicht drunter durch, Bruder. Du musst also sag ich zu ihm, ich sag. Und was hat er gemacht? Er hat umgedreht und ist nach Hause gefahren. Bots erledigen die Aufgaben, für die Menschen nicht mehr qualifiziert sind. Früher oder später wird es einen Aufstand geben. Haben wir denn hier noch irgendwo ein... Halt den Mund, Alter! Oh! Geht der mir auf den Sack, dieser Vogel? Haben wir denn hier noch irgendwo einen Bot herumfliegen, den wir noch nicht... Dies ist Sperrgebiet. Halt, ey. Könnt ihr bitte alle mal den Mund halten? Wenn ich hier so einen verdammten Bot suchen muss. Tja, ist nicht, ne? Original Consumer Goods would like to remind you not to stare directly at our sun, as it may cause blindness and tumors. Ihr Öl riecht ranzig. Sieger nennt mich Manuel in Richtung andere Ausdrehen und die Werkzeuge aktivieren. Ich will mal, ich habe bis jetzt noch nicht einmal gehört, was der bis zum Ende sagt. Immer am Ende. Die Entwicklung eines besseren Namens heißt der Scheißbot. Sieger nennt mich Manuel in Richtung andere Ausdrehen und Hilfswerkzeuge aktivieren. Hilfswerkzeuge aktivieren. Was für Hilfswerkzeuge kann ich denn aktivieren?
Sunshine Plaza by OCG. Original Consumer Goods. Bringing Sunshine into your life. Bei der Höhe ist mir nicht wohl. Was ist denn hier nicht richtig? Ist das irgendwie... Ich wünschte, sie würden die Intensität ein wenig runterdrehen. Es die ist Karte! Juli. Hol dir deine ja Karte! Hört doch Karte! Auf, mich alle anzuschreien! Herrgott, ich bin sensibel! Kann mir irgendjemand mal erklären, was jetzt hier los ist? Überall in Propast gibt es öffentliche Wartungsbots. Fabrikat und Modell unterscheiden sich bei ihnen kaum. Die Karte! Ich glaube, das war ein Großeinkauf bei Wishadron Industries. Die Karte! Süßes Heim. Naja, belassen wir es bei Heim. Kann ich mit dem vielleicht da hoch? Nee, oder? Macht doch gar keinen Sinn. Ich kann es mal ausprobieren. Irgendwie muss es ja eine Lösung geben. Das ist ja anscheinend wieder ein Rätsel, was ich hier lösen soll. Und die Bots, die da sind, mit denen kann ich nicht sprechen. Also, mit dem will er nicht sprechen. Was am Anfang noch ganz lustig war, weil er coole Kommentare dazu hatte, ist jetzt doch sehr, sehr nervig. Ja, super. Ich konnte Wonkas nicht einlagern lassen, als ich hier gezogen bin. Er war das Erste, was ich eingepackt habe. Ja. Okay, das hat sich dann wohl auch erledigt, die Theorie, dass ich den vom Fenster aus mit dem anderen Bot reden lassen kann. Jetzt kommen wir wieder nach draußen und draußen ist so laut und überall sind Menschen, die reden und warum hat er das eigentlich nicht über... Der hat das übernommen, das ist immer noch viel zu laut. Das ist schlimm, das wird gar nicht leiser. Weißt du was? Spiel nochmal mit den Tauben. Ich habe Freunde. Und mir die Hand abbeißen lassen? Keine Chance. Ich vielleicht spricht er mit dem Mülleimer. Jeder normale Mensch. Vielleicht ist der Mülleimer ein Bot, mit dem er sprechen kann. Wo ist er jetzt? Jetzt komm her. Du bist... Obwohl es ihm an persönlichen Fähigkeiten fehlt, ist dieser Bot... Nein. Nein, ich weiß nicht, wohin dieser Satz führen sollte. Er ist eine Rostbüchse. Weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Nerv mich nicht. Ich hab echt keine Ahnung, ne? Wie wär's mit dem da? Jawohl. Echt jetzt? Den hatte ich doch vorhin schon, oder? Kollege Bot, ich biete meine Hilfe an bei. Oh, was ist das? Vielleicht kann Witt seine Wunder wirken und eine bessere Persönlichkeit für die Rostbüchse hier erstellen. Hier in der Mangelung eines besseren Namens heißt der Scheißbot. Ich glaube, das ist nicht das, was du tun solltest. Ich fühle mich kribbelig. Ich glaube, das ist Glück. Ich glaube, ich fühle mich glücklich. Was tue ich da gerade? Schweißen. Aber das ist nicht das, was... Schweißen. Ich mag schweißen. Großartig, aber du sollst doch... Schweißen. Schweißen. Freut mich für dich, aber so war das nicht geplant. Ich glaube nicht, dass Mira dich dafür vorgesehen hat. Ich mag Schweißen. Schön, lass uns gehen. Aber was ist mit dem Schweißen? Lass es bleiben und lass uns gehen. Jawohl,
Ich lasse das bleiben, was ich liebe und was mich glücklich macht und ausfüllt, und folge ihnen zur nächsten Station unserer sinnlosen, deprimierenden Reise. Was soll ich als nächstes tun? Und das, was du gerade beschrieben hast, nennt man im Volksmund Leben. So, Reparaturprogramm. Wähl dir mal dein Reparaturprogramm aus. Wir suchen etwas, das du reparieren kannst. Jawohl. Suche Stadtnetz nach Reparaturanfragen ab. Suche. Suche. Was gefunden? Suche. Suche. Ich denke, wir sollten ein... Suche. Abgeschlossen. Reparaturanfrage geortet. Folgen Sie mir, Mensch. Zoe. Nein, das ist nicht mein Name. Das ist mein Name. Ich sehe nicht, inwiefern das relevant wäre. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein Arschloch. Das ist dein Problem. Top, danke, danke, danke. Endlich sagt es mal einer. Und doof. Jetzt weiß ich, warum der Scheißbot heißt. Also sag ich zu ihm, ich sag, da kommst du nicht drunter durch, Bruder. Du musst umdrehen und nach Hause fahren. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Ey! Entschuldigen Sie? Halt den Mund. Dann können wir jetzt mal ankommen? Wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Lalala, Scheißbot! Scheißbot! Bleib stehen! Ist gut! Scheißbot? Ist jetzt gut aus! Pfui! Bah! Bleib stehen! Mach Sitz! Okay, der Scheißbot hört nie auf mich. Weil er ein Arschloch ist. Scheißbot, wo geht die Reise hin? Oh, Entschuldigung. Ich gerne mal. Ich gerne irgendwie auch in jedem Video mittlerweile, ne? Okay. Das Ding da reparieren wir dann in der nächsten Folge. Für heute war es das erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen. Und ansonsten sage ich wie immer. Bis denn.